Ich möchte mit Ihnen über die politische Bedeutung des Hasses im Internet sprechen. Viel der Aggression, die wir online beobachten, zielt nämlich darauf ab, gewisse Menschen mundtot zu machen, sie einzuschüchtern und aus der öffentlichen Debatte wegzudrängen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine betrifft die ORF-Moderatorin Martina Rupp, die mit einem Facebook-Nutzer diskutiert hat und kritisierte, wie hart er über Migranten schreibt. Darauf wünschte ihr dieser, dass sie vergewaltigt werden sollen. Ich lese einen Teil des Postings nur vor. Ganz besonders Ihnen und Ihresgleichen wünsche ich, dass Sie abends mal an die richtige Horde kommen. Eh schon wissen, die maximal pigmentierten oder der Rest, die immer nur in Gruppen herumlaufen. Da haben Sie eine hohe Chance, dass Ihnen der Arsch aufgerissen wird. Das Posting geht dann noch in sehr vielen Worten weiter, was da alles passieren kann und warum das absolut gerechtfertigt wäre. Ich glaube aber, die Botschaft ist klar. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was das da eigentlich bedeutet, was da geschrieben wird. Hier wird einer Frau brutale Gewalt gewünscht, weil sie es wagt, Empathie gegenüber Flüchtlingen und Migranten einzufordern. Und wir wissen alle, solche Postings sind keine Seltenheit. Was hier passiert, ist Sexismus und gleichzeitig ist es auch politisch motiviertes Mobbing von Andersdenkenden. Silencing nennt man das, wenn mit Aggression versucht wird, Menschen einfach aus der öffentlichen Debatte wegzudrängen. Die Flüchtlingsdebatte ist nicht das einzige Thema, wo Aggression hochkocht. Schon ist es aber eines der Themen, wo es am deutlichsten wurde. Ich möchte Ihnen aber noch ein zweites Beispiel geben. Oft reicht es auch schon, einfach als junger, selbstbewusster, schwuler Mann aufzutreten und über sein Leben zu erzählen. Das macht zum Beispiel der YouTuber Michael Buchinger. Der ist schwul und spricht auch offen darüber und erhält dann Kommentare wie: Boah, red nicht so schwul, du Hurensohn, Spasti. Oder ihm werden so quasi rhetorische Fragen gestellt wie: Hast du schon mal so richtig auf die Fresse bekommen? Und es gibt noch härtere Postings, die er auch bekommt. Ich glaube, wir befinden uns in einer heiklen Phase als Gesellschaft. In meinen Augen besteht durchaus die Gefahr, dass wir einen gewissen Rückschritt machen, dass wir uns von Errungenschaften und Werten, die beispielsweise die 68er-Generation hart erkämpft hat, wieder wegbewegen, dass zum Beispiel nationale Tendenzen den europäischen Gedanken verdrängen und auch, dass dieses Ideal einer pluralistischen und offenen Gesellschaft plötzlich in Verruf gerät. Internet, das ist ganz wichtig, ist nicht der einzige Ort, wo wir das beobachten können. Ich finde es falsch, so zu tun, als sei das Netz die Ursache für Polarisierung und Unmut in unserer Gesellschaft. Das wäre ganz sicher zu simpel. Es betrübt mich aber zu sehen, dass das Netz auch eine Rolle bei dem Ganzen spielt, dass es sehr häufig von jenen sehr geschickt eingesetzt wird, die sich allein mit Lautstärke und mit Aggression durchsetzen wollen. Wir müssen, glaube ich, anfangen, Schimpfworte in der politischen Debatte ernst zu nehmen. Und das klingt immer so lächerlich, Schimpfworte, soll man sich wirklich über Schimpfworte so ernsthaft unterhalten? Ich glaube ja, denn eine sehr interessante Untersuchung der University of Wisconsin zeigte, wie toxisch gerade Beleidigungen in politischen Debatten sein können. Das war so, die Forscher haben mehr als 1100 Amerikanern einen Artikel zum Thema Nanotechnologie lesen lassen und darunter dann auch die Postings dazu. Und die Hälfte der Probanden las Postings, in denen durchaus lebhaft diskutiert, auch gestritten wurde, aber keine Schimpfworte fielen. Und die zweite Gruppe der Probanden las dieselben Wortmeldungen, nur waren noch ganz geschickt von den Wissenschaftlern Schimpfworte eingeflochten worden. Da stand dann zum Beispiel: Und wer die Vorteile der Nanotechnologie nicht versteht, ist ein Idiot. Die Forscher verglichen dann diese beiden Gruppen und sie nennen ihre eigenen Ergebnisse verstörend. Denn es stellte sich heraus, diejenigen, die Schimpfworte gelesen hatten, die waren umso mehr radikalisiert worden, die waren umso mehr gespalten. Hatte man vorher zum Beispiel tendenziell Nanotechnologie abgelehnt, war man jetzt total dagegen. Oder fand man Nanotechnologie an sich eine gute Sache, war man umso mehr dafür. Was also passierte ist, diejenigen, die Schimpfworte gelesen hatten, die konnten auch keinen Konsens mehr finden.
Da ging die Mitte verloren. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn man allein mit Aggression und nicht mit Argumenten eine quasi sachliche Debatte verunmöglichen kann, einen Konsens verunmöglichen kann. Denn unsere Gesellschaft und unsere Demokratie lebt ja von einer Konsensfähigkeit. Deswegen müssen wir Anfeindungen im Netz ernst nehmen. Und es gibt noch weitere Mechanismen, die dazu führen, dass ausgerechnet diejenigen, die einfach nur laut schreien, so sichtbar sind. Facebook zum Beispiel ist eine Dramamaschine. Was ich damit meine ist, wenn ich dort sehr hart mich äußere, wenn ich sehr angriffig formuliere, dann kriege ich sehr viel Interaktion. Das heißt, zuerst kriege ich zum Beispiel die Likes von den Usern, die ebenfalls wütend sind. Und dann kriege ich natürlich wütende Kommentare von Nutzern, die das furchtbar finden, was ich schreibe. Und der Facebook-Algorithmus, also ein kluges Computerprogramm, nimmt diese Interaktion wahr, sieht, aha, viele Signale. Und funktioniert so, dass dieser Beitrag, der viele Menschen auf die Palme bringt, umso mehr Menschen eingeblendet wird. Wenn ich ganz hart formuliere, werde ich mit noch mehr Aufmerksamkeit belohnt. Und das ist ein technischer Mechanismus. Das Problem ist, dass wir aber durchaus die Fähigkeit brauchen, politische Debatten ohne Drama zu führen. Das ist auch, glaube ich, riskant ist, wenn zum Beispiel immer jene Politiker oder jene Medien, die sehr sachlich, nuanciert formulieren, die auch Abwägen und Grautöne kennen, wenn die immer weniger Aufmerksamkeit erzielen als eben die anderen. Ich glaube deswegen auch, dass wir über algorithmische Transparenz sprechen müssen. Je bedeutender beispielsweise Facebook für die politische Debatte wird, auch für Wahlergebnisse, desto mehr wäre ja interessant, nach welchen Kriterien jetzt genau Facebook unsere Informationen selektiert. Wir wissen das nur ganz rudimentär. Die große Frage läutet ja nicht nur, was wird uns von Facebook eingeblendet, sondern was wird uns nicht von Facebook eingeblendet. Und ganz generell stellt sich die Frage, wie verändert sich unser Blick auf die Welt, wenn wir unsere Nachrichten immer mehr über soziale Medien konsumieren? Was wir beobachten können, dass dies passiert. Ich will Ihnen dazu eine Anekdote schildern. Ich habe vergangenes Jahr mit so einer klassischen besorgten Bürgerin telefoniert für einen Artikel im Profil und habe mit der Frau über ihr Weltbild und ihren Medienkonsum gesprochen. Es ist eine zweifache Mutter aus Westösterreich, die anonym bleiben wollte. Und sie erzählte mir, ich stehe in der Früh auf mit Zweifeln und lege mich abends mit Zweifeln nieder. Und viele dieser Zweifel wären online genährt. Sie liest zum Beispiel auf Seiten wie unzensuriert.at mit oder auf islamkritischen bis islamfeindlichen Facebook-Fanpages. Und dort gibt es auch zum Beispiel sehr viele böse Gerüchte über Skandinavien. Da heißt es, eine sehr häufige Legende, die da kursiert, besagt, dass sich blonde Frauen in Schweden aus Angst die Haare schwarz färben würden, weil sie sonst fürchten, von Migranten vergewaltigt zu werden. Und das ist natürlich kompletter Unsinn. Ich kenne zum Beispiel blonde Schwedinnen, die noch immer blond sind, aber neben dem ist auch Schweden wirklich noch immer eines der sichersten Länder dieser Welt. Und ich sage vielleicht ganz kurz, was hier passiert ist, dass man ein Symbol für Offenheit und Toleranz, so wie Schweden eben, versucht auch kaputt zu machen, Angst einzujagen vor einer solchen Gesellschaft. Und solche Geschichten werden immer wieder von einschlägigen Seiten wiederholt, bis sich manche Bürger denken, ich habe das jetzt schon so oft gelesen, da muss ja irgendwas dran sein. So ganz nach dem Motto, wo Rauch ist, ist da nicht auch Feuer? Und diese besorgte Bürgerin, mit der ich sprach, die erzählte mir genau von diesen Gerüchten und sagte, na, ich würde schon gern jetzt wissen, was ist da dran? Also die brachte auch das zum Zweifeln. Die Panikmache im Netz funktioniert über die ständige Wiederholung. Und gleichzeitig dadurch, dass es eben sehr leicht ist, Widerspruch auszublenden, dem auch aus dem Weg zu gehen. Denn das sicherlich eine der wunderbarsten Facetten des Internets ist ja, dass man sich genau über die eigenen Interessen vertiefen kann, dass man genau das finden kann, was einen interessiert und Gleichdenkende dort auch noch antreffen kann. Gleichzeitig können wir aber auch aufgrund solcher Mechanismen beobachten, dass eine digitale Abschottung mitunter leicht passiert.
Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass sich Menschen in sogenannte Echokammern zurückziehen. Das sind digitale Räume, in denen man hauptsächlich mit Gleichdenkenden kommuniziert und in erster Linie Informationen von Seiten bezieht, die das eigene Weltbild genau widerspiegeln. In solchen Räumen hallt natürlich auch die eigene Meinung und die eigenen Ängste wie ein Echo zurück. In den sozialen Medien, wo sich jeder seinen eigenen Feed zusammenbastelt, ist diese Angst nun aktueller denn je. Es ist sogar so, dass diese Echokammern bereits messbar sind. Italienische Forscher vom Labor für Computational Social Science in Lucca haben das in einer groß angelegten Untersuchung nachgewiesen. Sie haben sich 32 Fanpages auf Facebook angesehen, die Verschwörungstheorien verbreiten. Und dann haben sie auch 35 Fanpages auf Facebook angesehen, die genau das Gegenteil machen, die über Wissenschaftsneuigkeiten berichten, also zum Beispiel über neue Studien, fundiertes Wissen. Und dann haben sie analysiert, welche Nutzer in den vergangenen 5 Jahren dort aktiv waren, wer das geliked, geteilt, kommentiert hat. Und sie fanden heraus, dass diese Gruppen sich eigentlich nahezu nicht treffen, dass es da keinen Austausch gibt, dass zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker großteils unter sich bleiben. Diese pluralistische Debatte, die wir gerade in den Anfangstagen des Web erhofft hatten, findet online leider häufig nicht statt. Doch gerade in sehr homogenen Gruppen kann natürlich eine Falschmeldung umso leichter zirkulieren, denn dort findet ja dann dieser Widerspruch gar nicht mehr statt. Und in den USA wird schon sehr viel genau zu dieser Problematik geforscht, weil die so eine polarisierte Debatte haben, sowohl offline als auch online. Und weil dort einfach schon so lange diese Polarisierung so stark ist, gibt es sehr viele gute Untersuchungen, die zum Beispiel nahelegen, eines von der University of Wisconsin ebenfalls, die zum Beispiel nahelegen, wie wichtig der Austausch mit Andersdenkenden ist. Wenn wir zum Beispiel mit Menschen diskutieren, die ganz andere Werte haben, dann müssen wir auch immer unsere eigene Argumentation nachschärfen. Dann findet man manchmal auch blinde Flecken, wo man merkt, ah, das ist kein gutes Argument, da habe ich mich jetzt, habe ich mir wirklich zu leicht gemacht. Dieser sachliche, aber respektvolle Austausch mit Andersdenkenden, der schärft sozusagen den eigenen Verstand. Doch was können wir dagegen tun, wenn eben das nicht stattfindet und sich Menschen zunehmend in Echokammern zurückziehen? Jedem Einzelnen empfehle ich immer, möglichst auf die eigene Echokammer zu achten, zum Beispiel sehr behutsam mit der Blockierfunktion umzugehen. Bei manchen Nutzern gibt es die Tendenz, dass jeden, den man ein bisschen nervig findet, dass der sofort weggeblockt wird. Aber was ich da mache, ist, ich siegle auch meine eigene Echokammer hermetisch ab. Es gibt aber noch eine zweite Ebene, ich glaube, hier kommt durchaus eine politische Verantwortung ins Spiel, nämlich wir müssen stärker über die Macht von Algorithmen und vor allem die fehlende Transparenz sprechen. Zum Beispiel könnten unabhängige Wissenschaftler sehr wohl die Datensätze, die genutzt werden, die Algorithmen, die diese Datensätze auswerten, etc., auf ihre Güteklasse hin überprüfen. Sowas nennt man zum Beispiel Blackbox-Testing. Ebenfalls könnten Plattformen wie Facebook mehr Auswahl bieten. Facebook hat jeden Tag 1,1 Milliarden Nutzer, aber all diese Nutzer bekommen ein und denselben Algorithmus. Es gibt da keine Auswahl. Warum eigentlich? Natürlich könnte uns Facebook 2 oder 3 verschiedene Algorithmen anbieten und wir können dann schauen, aha, das ist ja interessant, jetzt wo ich den anderen Algorithmus, die andere Sortierfunktion verwende, kriege ich ganz andere Inhalte. Ich zumindest fände das extrem spannend, Möglichkeit auch zu haben. Technik ist also schon auch ein Teil der Lösung, denn Technik gibt ja die Rahmenbedingungen vor, wie online mit Menschen miteinander kommunizieren, auf welche Weise man online dem anderen begegnen kann. Und natürlich lassen sich auch diese technischen Rahmenbedingungen nachjustieren und verbessern. Aber natürlich braucht es mehr als nur Technik. Ich glaube, es braucht vor allem einen breiten gesellschaftlichen Zusammenschluss, der ja auch schon angesprochen wurde, gegen Hass und Hetze im Netz. Wie Sie ja wissen, gibt es sehr viel Sexismus online beispielsweise und ich möchte das vergleichen mit einer Offline-Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Kaffeehaus und da ist ein Mann und der geht immer zu den unterschiedlichen Tischen, wo Frauen sitzen und belästigt eine Frau nach der anderen.
Er sagt dann Dinge wie, es tut mir leid, ich lese es jetzt kurz vor, das sind ganz garstige Wortmeldungen. Ich mag ich mit meinem Sperma einreimen, du Werner Schlampen. Ich bin nicht sonderlich gut im Dialekt lesen. Oder auch ein Posting, das ist echt ist. Asoa Clans, Haschpapi, dort wo deine Freund im Keller Durchbruch hingepinselt haben, dort wirst du gebrochen. So, das sind sehr obszöne und bedrohliche Meldungen. Und stellen Sie sich vor, da würde jemand zu Tischen gehen und das dann nacheinander der einen oder nächsten Frau sagen. Wie lange würden wir da zuschauen? Würden wir da eine Frau belästigt werden lassen? Würden wir zwei belästigt werden lassen? Würden wir 5 oder 10 Frauen so angesprochen werden lassen? Ich glaube, im Kaffeehaus wird extrem schnell was passieren. Da wird zum Beispiel ein anderer Konsument, viele andere Gäste aufstehen und sagen, hören Sie auf, so können Sie ja nicht mit Frauen sprechen. Oder ein Kellner oder die Kaffeehausbesitzerin würden kommen und sagen, Alten dulden wir nicht. Und im schlimmsten Fall, wenn das alles nichts nützt, würde man auch die Polizei rufen. Und wenn das gar nicht anders geht, wird der vielleicht sogar verhaftet werden. Also es gibt verschiedene Mechanismen, wo eine Art Sanktion passieren würde. Nur das Problem ist, im Netz erleben wir solche Sanktionen viel, viel seltener. Woran liegt das? Die Antwort ist komplex und da gibt es sehr viele Gründe. Ich will Ihnen aufgrund der kurzen Zeit aber zumindest einen sehr zentralen Hintergrund schildern. Zum Teil liegt es auch an jenem Missverständnis, dass die Meinungsfreiheit über allem anderen steht und in jedem Fall jede Wortmeldung immer schützenswert und rechtfertigbar ist aufgrund der Meinungsfreiheit. Als neulich namhafte Journalistinnen wie Corinna Milborn diese Angriffe, die sie selbst erleben, aufgezeigt haben, das angesprochen haben, was sicher auch nicht einfach ist, das zu tun, da schrieb mir zum Beispiel ein Nutzer auf diese Debatte hin, den Satz, das Ganze zeigt irgendwie nur, viele Frauen sind nicht in der Lage, mit Gegenwind umzugehen. Hashtag verzogen, Hashtag gewöhnt. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Nämlich, wenn Vergewaltigungswünsche, wenn schlimmste herabwürdigende Äußerungen als Gegenwind verharmlost werden und auch rechtfertigt. Es ist überhaupt kein Gegenwind, wenn ich jemand zum Beispiel mit dem Mord bedrohe oder eine Gewalttat gutheiße. In Österreich ist das eine Straftat. Und das muss endlich auch klar werden in der digitalen Debatte. Es ist natürlich Unsinn, dass die Meinungsfreiheit aus juristischer Sicht grenzenlos wäre. In keiner Demokratie unserer Welt gibt es nicht irgendwo Grenzen. Sie endet zum Beispiel dort, wo ich die Rechte anderer Bürger verletze. Das ist im Internet gleich wie außerhalb des Internets. Aber ein wichtiger weiterer Punkt existiert da noch, nämlich wir müssen auch die Debatte über das Strafrecht hinausführen. Nämlich eine Aussage kann legal sein und trotzdem ist sie absolut furchtbar. Nehmen Sie nur den Satz, alle Politiker gehören mit Eisenstangen verdroschen. Da können Sie nicht wirklich klagen, weil sie zu unkonkret ist, als dass ein einzelner Politiker jetzt sagt, ich fühle mich wirklich bedroht. Man kann es auch nicht als Beleidigung klagen, weil es auch dafür zu unkonkret ist. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Satz, alle Politiker gehören mit Eisenstangen verdroschen, furchtbar und überhaupt nicht hinnehmbar. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn Bürger beispielsweise dann sagen, ich finde das, was du sagst, grässlich. Oder wenn ein Webseitenbetreiber sagt, du wirst für diese Aussage ausgesperrt. Das dulden wir hier nicht. Es ist eben kein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Es wäre im Gegenzug total absurd, wenn wir ständig genau solchen Menschen auch noch unser Gehör schenken müssten. Die Meinungsfreiheit umfasst nämlich nicht das Recht, immer und überall bei allen Gehör zu finden. Das ist eben auch ein großes Missverständnis. Und auch online brauchen wir eben diese Debatten, wo gesagt wird, von Bürgern als auch von Plattformbetreibern, wir tolerieren das nicht. Wir finden nicht, dass das ein Ton ist, wo wir miteinander noch umgehen und sachlich bleiben können. Ich sehe 3 Ebenen, auf denen wir ansetzen können. Erstens eben diese Ebene des Einzelnen, die Ebene der digitalen Zivilcourage. Aber zweitens gibt es schon auch, das ist die zweite Ebene, den Bereich der Webseitenbetreiber und der Plattform, die eine Verantwortung haben. Rein rechtlich ist die Sache sogar ziemlich klar. Wenn ich als Webseitenbetreiber über ein strafrechtlich relevantes Posting informiert werde, muss ich das zeitnah löschen. Nur in der Praxis
ist die Umsetzung oft äußerst mangelhaft. Ich gebe Ihnen da ein Beispiel. Gerade bei Facebook können wir immer wieder beobachten, dass gewisse Dinge stehen bleiben. Im Vorjahr schrieb zum Beispiel ein Nutzer namens Michael W. auf Facebook über Flüchtlinge: nur Tränengas, viel zu schwach. Hochspannung gehört auf den Zaun, wenn es ankommen, muss es zischen und es gibt gegrillte Islams, je. Und Scharfschießen, das ist die Lösung für dieses Pack. Das wurde gemeldet und Facebook hat es nicht gelöscht. Und da fragt man sich manchmal schon, wer sind diese Facebook-Moderatoren und wie viele gibt es von denen, dass auch solche Dinge durchrutschen? Die Plattform hat mittlerweile auf Druck der deutschen Regierung vor allem versprochen, dezidierte Gewaltaufrufe gegen Flüchtlinge binnen 24 Stunden zu löschen. Aber es gibt weiterhin sehr gemischte Erfahrungen, ob das auch wirklich passiert. Gerade wenn normale Bürger, also Privatpersonen, solche Sachen melden, sieht man oft, dass das eben nicht zeitnah entfernt wird. Und diesen Eindruck bestätigte mir erst letzte Woche auch der deutsche Staatssekretär Gerd Billen im Bundesjustizministerium. Der sagte zu mir, wir kriegen Rückmeldungen, dass Kommentare, die von jeder Mann und jeder Frau gemeldet werden, nicht ausreichend entfernt werden. Hier kann die Politik notfalls auch eingreifen und zum Beispiel ein ganz ein simpler Zugang, der noch gar nicht sonderlich hart ist, Transparenzpflichten einführen. Es wäre schon sehr interessant, wie zum Beispiel börsennotierte Unternehmen, deren Geschäftsfeld die digitale Kommunikation ist, wie viel Geld und wie viel Personal die in Moderation investieren. Wie viele deutschsprachige Moderatoren gibt es? Wie viele Hasskommentare werden Ihnen gemeldet und wie viel davon wird dann wirklich gelöscht? Weil wenn wir solche Zahlen haben, dann tappen wir gar nicht mehr so stark im Dunkeln, wie wir das jetzt tun. Und der Sektionschef Bilnacek wird nachher vielleicht noch was dazu sagen, aber notfalls gibt es in Österreich auch das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, laut welchem auch für Unternehmen das Strafrecht gilt. Da ist auch die Frage, wenn zum Beispiel solche Dinge immer wieder nicht gelöscht werden, ob dann nicht auch eine juristische Verantwortlichkeit, eine Beitragstäterschaft im schlimmsten Fall sogar existiert. Mein Eindruck ist auch, dass unsere Gesetze in Österreich eigentlich sehr streng sind, also dass wir an sich schon ziemlich gute Gesetze haben. Man kann vielleicht bei manchen Fragen noch nachjustieren, das wurde auch schon kurz angerissen. Derzeit gibt es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, bei Privatanklagedelikten wie Beleidigung oder üble Nachrede, als Opfer zum Richter zu gehen und darum anzusuchen, dass die Anonymität des Verfassers gelüftet wird. Das gibt es seit einer StPO, statt einer Strafrechtsprozessordnung, im Reform im Jahr 2008 nicht mehr. Vorher gab es diese Möglichkeit. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass nicht der Gesetzestext alleine entscheidend ist, sondern wie dieser Gesetzestext dann auch angewendet wird. Und da erzählen mir Anwälte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, immer wieder, dass das sehr stark schwankt. Wie zum Beispiel Postings interpretiert werden. Manch ein Staatsanwalt stellt vielleicht ein Ermittlungsverfahren ein, bei dem der andere noch nachforschen würde. Ein besonders krasses Beispiel aus dem Vorjahr, das ich im Profil beschrieben habe. Eine junge Frau aus Wien wurde von ihrem Bekannten, das ist ein psychisch verwirrter Mann, gestalkt und gemobbt. Und der schrieb ihr zum Beispiel auch E-Mails mit Mordandrohungen. Ein E-Mail zum Beispiel hatte den Betreff Hammermord und im Text hieß es dann: Ich warte vor deiner Haustür und schlage mit meinem Hammer in dein Gesicht herein. Und der damals zuständige Staatsanwalt in Wien wertete diese Aussage nicht als qualifizierte gefährliche Drohung. Ich zitiere: Da die Drohungen bloß per E-Mail vorgenommen wurden. Und das ist schon sehr schockierend, wenn in der Einstellungsbegründung erklärt wird, dass auch das mit ein Grund war, warum das eben eingestellt wurde. Soweit ich weiß, ist das in diesem Fall dann was weitergegangen. Auch in der Staatsanwaltschaft war nachher wer anders zuständig und es haben sich einfach weitere Dinge entwickelt. Aber es hat extrem lange gedauert, bis das Opfer das Gefühl hatte, sie muss nicht Angst haben, dass wenn sie rausgeht, weil dieser Mann dann erst sehr, sehr spät in Untersuchungshaft kam. Und genau solche Einzelfälle sind problematisch. Deswegen muss ich sagen, alles, was man tun kann, um bei Staatsanwälten, bei Richtern, aber auch bei Polizisten beispielsweise,
die Sensibilität zu erhöhen, was den Hass im Netz betrifft, ich glaube, das hätte eine große Wirkung. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Idee mitgeben, nämlich was man als Gesetzgeber machen könnte oder auch als Behörde. Nämlich, es ist so, dass ja viele Bürger gerne anzeigen würden, aber auch manchmal gar nicht wissen, wie das geht. Man hat vielleicht schon mal angezeigt, dass das Fahrrad gestohlen wurde, aber wie man Hetze anzeigt, ich glaube, da haben viele keine Erfahrung. Und man könnte auch das einfacher machen. In einigen deutschen Bundesländern zum Beispiel gibt es eine sogenannte Internetwache. Das ist ein offizielles Online-Formular, wo man über das Internet quasi Anzeige einbringen kann. In Österreich ist das nicht möglich. Sie können lustigerweise per Fax der Staatsanwaltschaft eine Anzeige bringen, aber wenn Sie eine E-Mail hinschicken, dann wird das nicht bearbeitet. Es wäre toll, wenn die Politik hier zum Beispiel Bürgern helfen würde, einfacher sich juristisch zur Wehr zu setzen und auch Hetze im Netz wirklich anzuzeigen. Es gibt ganz viele Hebel, will ich damit sagen, mit denen wir es den Rüpeln einfacher machen, schwerer machen können. So. Aber wir müssen diese Hebel ergreifen. Und die Phase, in der wir uns befinden, vergleiche ich gerne mit der Frühphase der Automobilindustrie. Wenn man sich so ein bisschen die Bilder von frühen Autos vor Augen führt, dann waren das ziemlich schwache Maschinen und auch ziemlich unsichere Maschinen. Die hatten keine Scheibenwischer, keine Gurte, keine Nebelscheinwerfer von Technologie wie ABS und Airbags, ganz zu schweigen. Doch je mehr Menschen mit dem Auto fuhren, je schneller und kräftiger diese Maschinen wurden, desto notwendiger wurde auch, dass Sicherheitsmechanismen eingebaut werden und dass es klare Regeln im Straßenverkehr gibt. Ganz ähnlich ist das im Internet. Das Internet ist noch lange nicht fertig. Es wird immer bedeutender und umso wichtiger wird auch, dass wir uns darüber unterhalten, welche Sicherheitsmechanismen und welche Normen es braucht. Umso wichtiger wird, dass wir darüber sprechen, wie wir eine bessere Antwort entwickeln können, um die Würde des Menschen auch in digitalen Zeiten zu schützen. Danke.